Rettet deinen Kiez. Komm mal her. So. Von die Grüne Neue Köln. Liebe Freundinnen und Freunde, Wohnen ist ein Grundrecht. Wohnen darf nicht zu einer Ware verkommen, mit der spekuliert wird. Aber Wohnen ist in Großstädten zum Armutsrisiko geworden. Wir erleben alle, wie Menschen aus ihrem Zuhause und ihrem Kiez verdrängt werden, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können. Dagegen müssen wir uns geschlossen zur Wehr setzen. Wohnen darf kein Luxus sein. Mein Name ist Vivian Weitzel. Ich bin Mitglied bei den Grünen Neukölln im Vorstand. Wir haben die Kampagne Rette deinen Kiez gestartet, mit dem wir den Mietenwahnsinn und Neukölln Widerstand entgegensetzen. Ich freue mich sehr, dass wir heute damit hier sein dürfen. Vielen Dank. Seit Mitte August sind wir mit Rette deinen Kiez in den Straßen Neuköllns auf Veranstaltungen und online unterwegs. Dabei wollen wir zweierlei erreichen. Wir wollen erstens Neuköllnerinnen informieren über die Instrumente, mit denen sie sich gemeinsam mit dem Bezirk gegen Verdrängung zur Wehr setzen können, sowie welche Veränderungen es auf der Bundesebene endlich braucht. Und wir wollen zweitens die Neuköllnerinnen handlungsfähig machen angesichts dieses Mietenwahnsinns. Denn nur gemeinsam, im Schulterschluss von aktiven Mieterinnen und dem Bezirksamt, können wir in Neukölln und auch in anderen Bezirken die Instrumente bestmöglich nutzen. Wir sind nicht ohnmächtig. Wir müssen zeigen, die Städte gehören uns. Die GroKo mag Immobilienspekulantinnen systematisch Schlupflöcher bieten. Aber wir haben die Mittel, um entschlossen Widerstand zu leisten. Wir stellen uns gegen Verdrängung und Mietpreistreiberei. Mit unserer Kampagne Rette deinen Kiez zeigen wir in 5 Schritten, wie du und wir uns alle bestmöglich gegen Immobilienspekulation und Verdrängung mit den Mitteln, die uns gegeben worden sind, zur Wehr setzen können. Diese 5 Schritte bedeuten im Kern: Erstens, informier dich über deine Rechte als Mieterin, über Milieuschutzgebiete, Vorkaufsrecht, das Zweckentfremdungsverbot und die Mietpreisbremse. Wir können nur informiert, entschlossen und stark handeln. Das bedeutet zweitens, wehr dich gegen Hausverkauf und Modernisierung, und zwar gemeinsam. Vernetzt euch in euren Hausgemeinschaften und nehmt diejenigen mit, die besonders Hilfe benötigen. Das bedeutet drittens, melde Leerstand und illegale Ferienwohnungen. Die Verwaltung ist auf die Unterstützung der Bewohnerinnen angewiesen, um effektiv gegen Zweckentfremdung und illegale Wohnraumverknappung vorzugehen. Ihr wisst am besten, wo Unterstützung gebraucht wird. Viertens, zieh die Mietpreisbremse und hilf Nachbarn. Dafür müsst ihr den Mietzins der Vormieterin kennen. Wenn ihr wisst, dass jemand in eurem Haus auszieht, holt euch Nachweise über die alten Mietzins. Gebt diese weiter. Und fünftens, macht der Bundesregierung Druck. Dafür sind wir heute hier. Lasst uns gemeinsam an die Bundesregierung und die Abgeordneten der GroKo appellieren und sie daran erinnern, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll dem Allgemeinwohl dienen. Wir brauchen keine Scheinlösungen, sondern eine Bundesregierung, die die Wohnkrise ernst nimmt. Wir brauchen eine Bundesregierung, die ihre Schutzverpflichtung gegenüber den Schwächsten unserer Gesellschaft einlöst. Minister Seehofer muss dem Marktexzess endlich Grenzen setzen. Die Bundesregierung darf die Menschen in den Städten nicht weiter im Stich lassen. Wir können uns nur wehren, wenn wir zusammenstehen. Mehr Informationen über unsere Kampagne rettedeinkiez.de und Material gibt es bei uns Grünen Neukölln dort hinten. Da gibt es diese Flyer und unter www.rette-dein-kiez.de. Lasst uns gemeinsam dem Mietenwahnsinn endlich einen Riegel vorschieben, denn die Städte gehören nicht nur den obersten Prozent, sondern die Städte, die gehören uns. Dankeschön. Und in diesen Städten sind ganz besonders bedroht das Kleingewerbe. Das wisst ihr vielleicht alle, die Gewerbemieten.